Jeder Cent, den ich mit dieser grauenvollen Tätigkeit verdiente, ging an meine Familie, um die Behandlung und Medikamente meines anscheinend schwerkranken Vaters zu finanzieren. Das stellte sich als Lüge heraus und mein hart erarbeitetes Geld wurde stattdessen in den Kauf teurer Autos gesteckt. Als ich am Flughafen ankam und mich jemand fälschlicherweise als die Tochter meines Begleiters vorstellte, hatte ich das erste Mal den Verdacht, dass ich getäuscht wurde. Die Gründe für meine Ausreise waren versprochene Jobaussichten und eine bessere Zukunft. Als ich 8 Jahre alt war, verkaufte mich meine eigene Mutter und seitdem lebte ich in der Zwangsprostitution. Ich durfte das Haus nur wöchentlich für eine Stunde verlassen, um einkaufen zu gehen. Und sogar dabei überwachte und beobachtete mich mein Zuhälter. So könnten Opfer des Menschenhandels berichten. Menschenhandel bedeutet, dass Menschen in ein anderes Land gebracht werden, unter Vortäuschung falscher Tatsachen und dies zum Zweck der Ausbeutung. Dadurch wird unter anderem das Menschenrecht Artikel 3, das Recht auf Leben und Freiheit, sowie Artikel 4, Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels verletzt und auch die Psyche der Betroffenen trägt drastische Schäden mit sich. Ja, Frauenhandel ist eines der schlimmsten Verbrechen gegen Menschenrechte und Menschenwürde. Frauen aus schlechten finanziellen und familiären Verhältnissen sind am meisten betroffen. Ein Mann tritt in ihr Leben, beschenkt sie, verspricht ihr eine bessere Zukunft in einem anderen Land. In den Glauben, dass sie dort einen gut bezahlten Job bekommt und dadurch ihre Familie unterstützen kann, geht sie mit ihm mit. Doch die Realität sieht leider ganz anders aus. Die Frauen werden mit falschen Dokumenten in das neue Land gebracht und sind somit an den vermeintlichen Liebhaber gebunden. Dieser verkauft sie jedoch an Zuhälter weiter. Zwangsprostitution ist dann ihr neues Leben. Unmengen an Schulden, die auch aus Reisekosten resultieren, und zu wenig Einkommen machen sie nun abhängig von diesen Männern. Der Skandal Menschenhandel, speziell Frauenhandel, muss mit aller Entschiedenheit bekämpft werden. Wir leben im 21. Jahrhundert und es ist unvorstellbar, dass die Gesamtgesellschaft lange wegschaut, schweigt zu diesen Missständen. Wie kann man selbst helfen? Es kann schon vieles bewirken, das Thema einfach mit anderen Leuten zu besprechen und mit ihnen zu diskutieren. Viele Menschen nehmen das Thema nicht ernst oder sind nicht richtig informiert. Deshalb ist es wichtig, Aufklärung zu leisten und Interesse zu zeigen. Jede und jeder kann helfen, den Menschenhandel zu besiegen. Denn sinkt die Nachfrage, so sinkt auch der Handel.